Ja, guten Abend aus dem Waldweg. Möchte einfach mal diese Ruhe hier und schöne Natur mit dir teilen. Man gewöhnt sich ja dran, aber vielleicht bist du gerade ganz woanders in der Stadt oder sonst wo. Und selbst wenn du in der Nähe des Waldes wohnst, ja, davon kriegt man ja eigentlich nie genug. Hier sehe ich Wildschweinspuren. Die ersten Mücken summen an meinem Ohr. Muss ich ein wenig auf die Schlangen Acht geben, die sich vielleicht hier noch sonnen möchten. Wunderbar. Bin schon anscheinend ein paar Wochen nicht hierher gekommen. Die Gräser sind wunderbar gewachsen. Also vor allem diese ganz zarten, rosig erscheinenden Gräser, die es eigentlich nur hier gibt. Zeig das mal so. Gehe ich mal ein bisschen runter. Also, hier gibt es Grashüpfer und wunderbare Sträuche. Hier blüht es. Hundert Meter weiter circa werde ich gerade angebrüllt von einem Rehbock, einem Chevreuil, sagt man auf Französisch. Und der ist natürlich jetzt nicht ganz zufrieden und schlägt Alarm. Schauen wir auf diesen wunderbaren Boden. Französisch sagt man Le chevreuil aboie. Also das machen natürlich nur die Männchen. Das ist ein richtiges Bellen. Ganz erstaunlich für so eine Ziege eigentlich. Ja. Klingt nicht gerade elegant. Die Weibchen flüchten meistens eben ohne Geräusche von sich zu geben. Sind also etwas höflicher in meiner Empfindung. Ja. Und jetzt ist wirklich der Moment, wo die Sonne hinter dem Hügel verschwindet. Und hier sehe ich in der Ferne Höfe. Und hier geht es eben tief runter. Und ich höre doch den Bach rauschen.